Aus meiner Sicht sind die Fortschritte Serbiens auf einem guten Weg zu einem EU-Beitritt und der nunmehr stattfindende Dialog zwischen Belgrad und Pristina dabei ein wesentlicher Schritt. Österreich muss und wird sich weiterhin einsetzen, dass die Anliegen der Region weiterhin auf der Agenda der Europäischen Union bleiben. Wir werden die schon jetzt umfassend angelegten Stabilisierungsbemühungen Österreichs für die Region weiter ausbauen. Im Kosovo sind wir derzeit größter Nicht-NATO-Truppensteller und werden unser Kontingent in Kürze von etwa 400 auf 500 Soldatinnen und Soldaten erhöhen. In Bosnien haben wir erst unlängst von 200 auf 300 Personen aufgestockt. Die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen können meines Erachtens nur in enger Kooperation zwischen gleichgesinnten Partnern bewältigt werden. Das zeigt sich aktuell nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe in Südosteuropa, wo rund 80 österreichische Soldatinnen und Soldaten seit Wochen helfen und darüber hinaus auch den gesamten Einsatz der internationalen Trinkwasserexperten koordinieren.